Heute treffen wir uns in der ältesten Konditorei der Pfalz. Die ist aber keinesfalls altbacken, keine Sorge. Hier gibt's neben Torten und French Toast auch noch Zeit zum Stöbern und Einkaufen. Außerdem ein veganes Café, was sich zur Aufgabe gemacht hat, Lebensmittel zu retten, die sonst in der Tonne landen. Hallo zum Kaffee-Check, heute in Landau. Das ist eine Stadt, auf die viele Namen passen. Es ist eine Universitätsstadt und auch eine Weinstadt. Aber heute lassen wir mal den Korken in der Flasche, denn wir interessieren uns für die Kaffeeszene in Landau. Wir starten den Tag in der Königstraße. Das Café Oswald ist Konditorei, Café und Boutique in einem. Ein sogenannter Concept Store. Das lasse ich mir mal erklären. Der Concept Store sagt aus, dass wir nicht nur ein klassisches Frühstückscafé sind oder auch eine Konditorei, wo man Backwaren kaufen kann, sondern wir haben auch verschiedene Geschenkartikel für die Omi, für die Familie einfach, von Geschirrtassen bis hin zu Geschenkkarten. Aber das Café hat Tradition. Hier wird schon seit 1798 gebacken. In Landau ist das Kult. Es gibt eine sehr, sehr lange Stammkundschaft, die auch heute noch unseren Christstollen bestellen oder diverse Produkte von der damaligen Zeit, ja. Zeit fürs Frühstück. Erstmal kommt der Flat White und ein Mochaccino. Dazu bestelle ich einen Joghurt mit Müsli und Früchten, das French Toast, also arme Ritter, und ein Avocadobrot mit Lachs. Da kommt natürlich ein bisschen Futterneid auf. Ich muss mal mit meinem Kameramann sprechen. Was würde dich davon jetzt am ehesten ansprechen? Sag mal jetzt ganz spontan, was willst du essen? Den Lachs vor allem. Okay, dann müssen wir den uns, glaube ich, teilen. Das war auch definitiv zu viel für eine Person. Nach der Stärkung habe ich mich dann auch noch ein bisschen nützlich gemacht. Ich werde jetzt hier einfach mal so eine Pralinen-Schachtel zusammenstellen, eine kleine, zum Probieren. Was hast du hier vorbereitet für mich? Du kannst da 5 Pralinen einsetzen und dann haben wir so eine kleine Schachtel für dich. Das ist jetzt Handschuhe anziehen, dann Pralinen auswählen, in die Förmchen legen und rein damit in die Schachtel. Perfekt. Genau. Wunderbar. Cool. Unser zweiter Stopp beim Kaffee-Check in Landau hat mit diesem Gemüse hier zu tun. Deswegen sind wir im Café zur Krummbeere. Hier treffe ich Inhaber Nils Schüssler. Der Name hängt irgendwie mit dieser Kartoffel zusammen. Kannst du mir das erklären? Ist es ein Wortspiel? Ja, genau. Aus dem Pfälzischen ist es eine Krummbeere. Und ich habe das halt umbenannt, mein Kaffee zur Krummbeere, weil ich krummes Gemüse benutze. Weil wir in so einer verschwenderischen Gesellschaft leben, dass man auch zeigen kann, dass man aus krummem Gemüse, aus nicht so schönem Gemüse auch was Schönes machen kann und was Schmackhaftes. Das Kaffee bietet ein rein pflanzliches Angebot mit Zutaten von regionalen Landwirten. Von Frühstück über Snacks bis zum Mittagessen wird man hier versorgt und das spricht vor allem Studierende an. Heute bestelle ich einen Burger mit Sojahack, also einen Sloppy Joe, dazu eine ordentliche Portion Gemüse und Salat. Der Cappuccino mit Hafermilch und die Waffel mit selbstgemachtem Apfelkompott machen die Sache rund. Also hier auch dieser Kohlsalat dazu. Ich habe das Gefühl, ich entgifte meinen ganzen Körper. Richtig, richtig gut. Mein Fazit: Das Café Oswald bietet ausgiebiges Frühstück, jede Torte, die man sich vorstellen kann. Und wer noch ein Geburtstagsgeschenk auf den letzten Drücker sucht, der kann sich in der Boutique umschauen. Das Café zur Krummbeere ist komplett vegan und bietet sich besonders zum Mittagessen gut an. Es wird gesund und nachhaltig gekocht und damit wird jeder zum Lebensmittelretter. Da haben wir's. 2 gute Cafés für einen Kurztrip in Landau.